Yo, hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Im letzten Video haben wir uns mit der Thematik Sound beschäftigt, die zur Präsentation gehört, und in diesem Video geht es um den Part des Bildes. Also alles, was rein visuell ist. Habt ihr das Design der Scavenger geändert? Ich meine, das Design, das ihr vor ein paar Monaten veröffentlicht habt, hat mir einige Sorgen bereitet. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde, ihr müsst das Design der Aasfresser ändern. Es sieht nicht wie einer aus, sondern eher wie ein Velociraptor aus Jurassic Park. Ich weiß, dass Vögel oder der Scavenger ist übrigens ein Vogel, Dinosaurier sind, aber der Scavenger sollte wie ein großes Huhn aussehen. Kais Antwort: Auch wenn ich zustimme, dass die Designer ihre eigenen Ideen eingebracht haben, bin ich persönlich sehr zufrieden. Viele der ursprünglichen Entwürfe basierten auf übertriebenen und cartoonhaften Formen einer bunten Farbpalette und wir haben sie so verändert, dass sie besser in die realistische Welt passen. Sonst würden sie deplatziert wirken. Der neue Scavenger macht das ganz gut, zumindest für mich, aber das ist Geschmackssache. Ja. Ich werde sowieso nochmal ein Video machen, entsprechend, wo ich mich genau zu den einzelnen Monstern äußere. Es ist ja mittlerweile auch noch neue Bilder sind rausgekommen zu Goblins und zu Blutfliegen. Habt ihr das Design der Aas besser geändert? Das ist genau dasselbe. Gleiche Frage so gesehen, die Antwort darauf: Wir planen Scavenger, Chikosaurin umzubenennen. Ist das okay für dich? Scherz. Das Design aus dem spielbaren Teaser wurde komplett gestrichen und neu gestaltet. Sie sind also sofort zu erkennen und ähnlich in ihrer ursprünglichen Version. Einfach mal sie hier oben. Wird das Logo geändert werden? Der Schwertkämpfer darauf ist immer noch der Namenlose aus dem Teaser. Na sicher. Genau, ich habe auch eine Mausmatte hier liegen. Da ist halt auch noch der Namenlose aus dem Teaser drauf. Ja, also es wurde halt rausgebracht. Manche haben es halt gekauft. Es ist natürlich dann doof, wenn es nochmal geändert wird, aber es ist relativ verständlich, weil er irgendwie nicht so ausschaut, als würde er den Helden repräsentieren, beziehungsweise haben die meisten Leute halt auch eine Vorstellung, wie der Held aussehen soll und wünschen sich, dass er ein bisschen Ähnlichkeiten zum alten Helden hat. Werden alle verwendeten Waffen am Helden sichtbar sein, zum Beispiel der Bogen auf seinem Rücken und das Schwert an seinem Gürtel? Wird es wie in Elex sein, dass die Waffen auf dem zweiten Slot versteckt sind? Und die zweite Frage: Wird der neue Look des Helden ohne Tattoos und mit einem Pferdeschwanz sein? Der Look wird definitiv näher am Original sein. Die erste Frage zur Waffensichtbarkeit kann ich noch nicht beantworten. Und da muss ich sagen, ich bete dafür. Also ich finde es so unauthentisch, wenn man in einer Welt wie Gothic... Ich meine, bei Elex kann man noch sagen, Jax hat den Chip. Und der Chip ist ein Speicher so. Okay, gut. Bei Gothic generell ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie Rucksäcke rumschleppt, sondern man hat halt ein unendliches Inventar. Also ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Aber ich finde dennoch, dass ich gerade in so einer normalen Mittelalterwelt halt, wenn jemand eine Armbrust hat und ein Schwert, dann muss das Schwert halt einfach und die Armbrust gleichzeitig getragen werden und nicht irgendwo aus dem Nichts wird auf einmal eine Armbrust gezogen. Ich kann ja auch meinen Gegner dann gar nicht einschätzen. So, wenn ich jetzt vor dem weglaufe, weil ich denke, er hat nur ein Schwert, dann hat er auf einmal eine Armbrust. Also, hä? Auf der anderen Seite, okay, Magie ist natürlich auch versteckt und so weiter und so fort. Das könnte man tatsächlich mal etablieren, dass man sagt, Magier hat halt wirklich einen Beutel dabei, wo der dann seine Runen drin hat. Und man muss die Runen ja auch nicht so groß machen, wie sie halt sind. Also, eine Rune ist ja wirklich irgendwie tassengroß und man kann die auch einfach ein kleines bisschen kleiner machen, dass die halt ja recht gut in der Hand liegt, ne? Also dass das irgendwie so ein kleiner Handschmeichler ist, ja. Im Mittelalter gab es ja auch immer so Handschmeichler, das sind solche runden, glatten Steine gewesen, die man dann meistens als Mann einer Frau geschenkt hat, und in die Richtung könnte das ja gehen. Genau. Also, wird das Spiel in Unreal Engine 4 veröffentlicht werden oder ist das im Moment noch fraglich? Arbeiten die Entwickler mit der Unreal Engine 5? Ich habe mehrere Tweets von Danny gesehen und er mag die Unreal Engine 5 Features sehr. Kai, das kann ich im Moment nicht sagen. Die Umstellung auf eine neue Engine-Version mitten in der Entwicklung ist riskant und zeitaufwendig. Daher lautet die offizielle Info wohl erstmal Unreal Engine 4. Das Ding ist, wenn das Projekt dann gut steht und alles funktioniert und so, dann kann man theoretisch auf Unreal Engine 5 upgraden. Und zum Beispiel ein, zwei Wochen testen. Und wenn man dann feststellt, es gibt jetzt keinerlei Beeinträchtigungen, dann kann man im Prinzip das auch in Unreal Engine 5 rausbringen. Aber es ist halt trotzdem dieser Überprüfungsprozess, der muss halt auch gut gemacht sein.
Kannst du mir sagen, ob das endgültige Aussehen einiger NPCs fertig ist? Wann werden wir einige von ihnen sehen, wie zum Beispiel Gomez und Diego und so weiter? Kai hat darauf geantwortet, wir folgen einem 3-Schritte-Ansatz. Alle NPCs werden in 3 Kategorien eingeteilt. A, es sind die Hauptcharaktere, sowie der Held, Freunde, Xardas. B, sind die Haupt-NPCs der Geschichte. Und C, sind Statisten und die Umgebung. Wir beginnen mit der C-Kategorie und einigen B-Kategorien, um halt erstmal die ganze Pipeline, die Arbeitspipeline zu testen, bis die gewünschte Qualität der Assets erreicht ist. Und dann wird diese Erfahrung genutzt und damit wird dann der Prozess für die B-Gesichter optimiert, für die restlichen. Und alle Erkenntnisse von den C- und B-Gesichtern fließen dann als Verbesserungen in die A-Schicht ein, also bei den genannten Charakteren wie den Helden, Freunde, Xardas, also alle Hauptcharaktere. Das heißt, es wird noch eine Weile mit den Platzhalter-Gesichtern für den Helden und für Diego gearbeitet. Und es gibt aber schon Konzepte für die Charaktere und sie sehen super cool aus. In welchen Sprachen wird das Gothic Remake mit Untertiteln und Sprachausgabe verfügbar sein? Wie werden die Benutzeroberfläche und die Spezialeffekte im Vergleich zum Original aussehen? Ich mochte es, dass die Elemente minimalistisch und die Immersion nicht beeinträchtigt wird. Zum Beispiel die Mana-Leiste, die nur sichtbar ist, wenn der Zauber benutzt wird. Das Seitenmenü, damit du die Spielwelt immer noch sehen kannst, keine Spezialeffekte beim Aufleveln. Ist der gleiche minimalistische Ansatz wie im Originalspiel. Die visuellen Effekte sehen cool aus und er hat eine interne Demo gesehen und ja, war Feuer und Flamme dafür. Das Inventardesign in Gothic 1 ermöglichte es dir, eingehende Bedrohungen zu sehen und erhöhte die Immersion. Dieser Aspekt ist in Gothic 2 verloren gegangen. Wird das Inventardesign gleich bleiben oder wird es sich ändern? Kai schreibt, meiner Meinung nach muss das Inventar aktualisiert werden, damit es sich für die heutige Generation von Spielern zugänglicher anfühlt. Aber wenn man es etwas schlanker und intuitiver gestaltet, spricht man nicht oder man bricht den Geist des ursprünglichen Spiels nicht. Es wird nicht aufgebläht sein, es wird die Immersion nicht beeinträchtigen, aber es muss etwas komfortabler sein. Lass ein paar Emotes hier, wenn du zustimmst oder wenn du denkst, das ist scheiße oder halt einen Kack kaufen, wenn er denkt, dass er scheiße redet. Ja, okay, Gothic 1 hat ja wirklich nur rechts diese ganz kleine schmale Leiste. Ich finde aber nicht, dass Gothic 2 jetzt mit der am rechten Bildschirm vorhandenen Leiste irgendwie krass die Sicht beeinträchtigt. Also man hat immer noch 2/3 des Bildschirms frei. Also, ja. Im Vergleich ist das natürlich mehr, aber es sollte jetzt nicht so ein Inventar sein, jetzt auch wie bei Elex, was einen halt rausreißt. Dann doch eher sowas wie bei Rissen oder bei Gothic 3, was relativ schmal an der Seite ist. Oder man bietet halt verschiedene Inventare an. Ich bin ja immer der Fan davon, dass man ein bisschen verschiedene Templates anbietet, weil das generelle Aussehen ist getrennt von der Funktionalität. So, es sei denn, es ist jetzt zum Beispiel so, dass das Inventar dann irgendwie gemacht ist, dass es dann halt noch irgendwie eine Scrollleiste braucht oder irgendwelche zusätzlichen Dinge möglich wären. Aber ob das Inventar jetzt auf der rechten Seite ist oder auf der linken Seite, das ist halt nur die Position des Inventars. Das ändert nichts an der Funktionalität, weil in dem Inventar jedes Item, jeder Button und so weiter und so fort wird ja nur verschoben, ne? Als generelle Struktur, als Gesamtbild. Wird das HUD, die UI, minimal sein oder wird es wie bei Witcher 3 sein? Was ist mit Alchemie, Schmieden und Runenfertigung? Werden die Orks die gleichen Angriffsmuster wie im Originalspiel haben und werdet ihr Elite-Orks hinzufügen? Ja, die Benutzeroberfläche wird minimal sein. Alle Handwerksberufe werden dem gleichen Konzept wie in Gothic 1 folgen, allerdings mit leichten Änderungen und Verbesserungen. Die Angriffsmuster könnten sich mit der neuen KI und den ausgefeilteren Verhaltensweisen ändern. Bei den Elite-Orks bin ich mir nicht sicher. In Gothic 1 gibt es nie etwas Interessantes außerhalb der Barriere, nur Wasser oder Berge oder nur etwa 2 Stellen, an denen man überhaupt von der Barriere getroffen werden kann, ohne dass man die Berge erklimmen muss. Hast du vor, die eigentliche Barriere im Remake greifbarer zu machen? Kai antwortet, gute Frage. Mit der neuen Technologie klingt es für mich ziemlich faszinierend, schöne Barriereblicke zu bekommen. Ich bin sicher, dass das Level-Design-Team damit experimentieren wird. Nächste Frage. Ich würde noch eine Frage hinzufügen. Wird die Barriere ständig sichtbar sein oder nur von Zeit zu Zeit auftauchen wie im Originalspiel? Kai ist sich da noch nicht sicher. Er mochte aber die Art und Weise, wie es im Original dargestellt wurde. Also gut, man konnte im Original auch in die Config-Datei reingehen, die Barriere komplett deaktivieren, immer anhaben oder halt wie es normal im Gothic 1 ist, ohne dass man irgendwas ändert, dass sie immer mal da ist und immer mal weg.
wird die erotische Karte, die einer der Jungs hat, wieder auftauchen. Damit ist diese Zeichnung von Graham gemeint, die auch in Gothic 2 wieder bei dem Boba, glaube ich, verwendet wurde. Kai schreibt dazu, wie könnten wir jemals so ein wichtiges Stück Spielgeschichte aufgeben? Dann, es sind einige Informationen dazu aufgetaucht, dass Helme nicht im Spiel erscheinen werden, weil das Spiel originalgetreu ist. Aber im Original kann ich mich nicht erinnern, dass es Schilde und Rüstungen gab, die in bestimmte Elemente unterteilt waren. Also habe ich eine Bitte an ihre Person, der viele Leute hier und darüber hinaus zustimmen werden. Bitte sprich mit den Jungs, um im Spiel ein paar Helme und Kapuzen hinzuzufügen. Da ich ein Mitarbeiter deines Teams bin, würde ich zum Beispiel hart mit dem Rest streiten. Wenn wir auch Schilde und Helme geben. Und ein zusätzlicher Vorteil der Helme im Spiel ist, dass das Gesicht der NPCs versteckt wird, sodass man mehr Abwechslung der Charaktere hat und man nicht so einen Klonangriff wie bei den meisten Spielen hat. Ja, Arcania zum Beispiel. Helme sind in Gothic 2 erschienen, warum können sie nicht auch in Gothic 1 sein? Schließlich funktioniert der Handel mit der Außenwelt sehr gut und ich füge am Ende hinzu, dass Elite-Orks ursprünglich nicht in Gothic 1 waren, aber das bedeutet nicht, dass sie jetzt nicht zu finden sind, ebenso wie Köcher für Pfeile und Bolzen. Und nicht aus der Luft ziehen. Außerdem sind diese Dinge im Intro, Gothic 1, Köcher, Kopfbedeckung, Helm, also kannst du jetzt nicht aus dem Spiel aussteigen, weil das Intro auch Teil des Spiels ist. Check und haha. Okay, das ist da oben, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube, er meint, wenn er in dem Entwicklerteam wäre, dann würde es da auf jeden Fall ein bisschen Streit geben. Er hat es jetzt einfach geschrieben, plus 1 für Helme und er wird sich mit Reinhard sprechen müssen. Also ja, ich meine, Gothic 2 hat Helme, aber nur als Teil der Rüstung. Die Drachenjägerrüstung, die Paladinrüstung haben im Prinzip Helme und also die mittlere und die schwere Drachenjägerrüstung und die Paladinrüstung ist ja, das eine ist die Ritterrüstung, die hat auch schon einen Helm, aber Paladinrüstung hat halt noch mit Visier und allem. Und in Rissen zum Beispiel gibt es ja extra Helme, wenn auch nur wenige, die man aufsetzen kann. Das ist jetzt halt die Frage, wie das dann gehandhabt wird. Aber ja, klar, der Punkt ist da, dass im Trailer, im Intro von Gothic 1 sind ganz normal Helme vorhanden. Warum sollten die dann nicht auch jetzt im Spiel da sein? Keine Ahnung. Genau. Und das wär's dann so. Das wär's dann so mit diesem Video. Und damit würde ich mich an der Stelle natürlich mal wieder recht herzlich von euch verabschieden. Und man sieht sich dann im nächsten Video. Langsam haben wir alle Q&A-Fragen durch. Ihr findet den Link zu diesen Fragen hier natürlich wieder in der Videobeschreibung unten. Und damit würde ich mich, wie gesagt, recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Xtardas. Bye, bye. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. Wenn du den Kanal abonnierst und die kommenden Videos verfolgst.